Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von Die Sims 4 und wir sind immer noch im Dschungel unterwegs, wie ihr seht. Und ich laufe gerade zurück, denn wir haben ja noch ein paar Gänge, die wir noch nicht erkundet haben. Hier haben wir zum Beispiel auch noch einen Weg. Und der führt uns über diese wackelige Brücke. Die Schlucht. Nein, ist nicht gerade klein. Okay, die Brücke wackelt nicht, aber... Liebesquelle. Der Aufenthalt in der Wildnis an diesem wunderschönen Wasserfall versetzt einen Sim in eine romantische Stimmung. 3 Stunden. Oh, okay. Ja gut, die Fälle sind aber auch hübsch, ne? Kann man nichts sagen. Karin, lass mich mal hier weg. Ich möchte hier mal ein bisschen... Es wird automatisch ein bisschen blurry, da kann ich leider nichts dagegen machen. Wir hier noch so alte Überlebende finden, die sich hier vielleicht sogar versteckt haben jahrelang. Oh, ein Regenbogen. Da hinten sieht es aus wie ein neuer Eingang. Jetzt gehen wir noch einen Urlaub dranhängen am Tag. Könnte man eigentlich. Wer hat denn hier überhaupt Lampen überall aufgestellt? Oh. Fleischfressende Ranken. Akarin genießt einen wirklich angenehmen Spaziergang durch den Dschungel, als er plötzlich aus nächster Nähe einen Schrei vernimmt. Er rennt in die Richtung, aus der der Schrei kam und entdeckt einen Sim, der von einer fleischfressenden Pflanze bedroht wird. Was soll er tun? Sim schnappen und laufen, für Ablenkung sorgen. Pflanze mit Spinnschutzmittel verwirren. Rette den Sim. In seiner Verzweiflung versucht Akarin, den anderen Sim mit Spinnschutzmittel zu retten. Die Rechnung geht auf und die Pflanze zieht sich zurück. Der andere Sim ist so dankbar, dass er Akarin einige seiner Sammelobjekte gibt. Bienen! Er hat mir einen Fossilienstein gegeben und Wächter irgendwas. Achso, das könnte fusionieren mit. Mhm. What's this? Baum der Emotion ansehen. Oh. Ah.
gerade nervt nicht rum mit deinem Geschnupsel. Wir nehmen eine Probe und dann erntet man natürlich auch nochmal die Früchte ab. Ah, Liebesrauschbeeren. Tamtambeere. Verspielt und so weiter. Ah, damit haben wir ja schon mal die Emotionsbeeren gefunden. Und wir haben eine Probe mitgenommen. Heißt, wenn es gut läuft, könnten wir vielleicht sogar Dingsi. Hier kann ich nichts machen. Schade. Könnten wir sogar, wenn es ganz gut läuft, diese Pflanze selbst anbauen. Da unten geht's durch. Hier geht's auch lang. Oh. Kann diese Reise nicht geöffnet werden? Vielleicht öffnet er sich im nächsten Urlaub. Schade. Raffaele Luca, ich habe keine Zeit für dich. Das wäre so ein Pipi-Prügelprinz-Busch. Moment. Ja, Puteufel! Okay, das war echt eklig. Oh. Nein, das hat mich nicht erschreckt. Ich dachte, es wäre schon vorbei. Ich mag Spinnen nicht besonders. Mann, ich hasse es, wenn ich mich erschrecke. Vor allen Dingen bei Sims. Und nur wegen diesen blöden Grabbelviechern. Oh nein. Archäologin in Not. Akarin schlägt sich einen Weg durch den dichten Urwald, als er einer verzweifelten Archäologin begegnet, die ihren Rucksack im Treibsand verloren hat. Soll Akarin ihr helfen, weitergehen, den Rucksack rausfischen, Blume verwenden und Beutel wieder zu bekommen. Mit der Guzmanie? Na gut. Treibsandflucht. Akarin hat einen Geistesblitz und sieht eine große Blume aus seiner Tasche. Er schiebt den Blumenstängel unter die Trageriemen des Rucksacks und zieht ihn mit aller Kraft. Der Rucksack und die Blume fliegen durch die Luft. Die Blume landet im Matsch, aber der Rucksack landet unbeschadet direkt neben Akarin. Die Archäologin ist Akarin unendlich dankbar und gibt ihm ein cooles Artefakt. Zum Tempelreisen natürlich. Durch die Ranken, sodass sie immer aus den Händen fliegt und für immer im Dickicht des Dschungels verschwindet. Wow. Seht ihr? Deswegen habe ich noch 19 andere Macheten.
mich mal erstmal ein bisschen umsehen hier. Da hat wohl jemand eine Party gefeiert. Wusste nicht genau, was er damit machen soll. Hat 20.000 CD-Player mit hergepackt. Oh, don't worry about it. Nächstes habe ich meine eigene Sonne dabei. Da gerade was. Okay, das war eine Mücke, glaube ich. Ich nehme alles mit, bevor der Urlaub vorbei ist. Wie langsam ist der denn? Mal ein bisschen schneller hier. Es ist ein bisschen uncool. Oh, oh, oh! Rippi Corporis. So. What the fools, Rota, is this? Ich habe einen Knochen gefunden. What the? Ah, das ist nicht witzig, böse. Du bist ein erwachsenes Skelett. And the zookeep, sure the blue. Nah, Febine Magadurf. Jabini Nobe. Subino Yap Yam. Kimus. What is it doing? Oh, we've done. Yabosa. Ja, ich tanze mit dem Skelett. Oh. Ha.
Cha-cha-cha? Nein, kein Cha-cha-cha. Liebt die Natur. Balco? Lack Machu Picchu. Been trip. Tuba Apalachaba. Nisoda Lamor. Da Rekalulo Nisoda. Okay, Sockenschuss-Syndrom. Wambavoy, nie, boo, ravobe. Kritzel blond, fun jeep, pinosa. Klimp lives a rack, sumbisi, natame. Ga rekalulo, kump, vesh. Ah! Sick of foos. Oh ho! Froba choosin? Snorbs. Tenebib, Meepew, Laquimba, Possumu Yabons, Adunkawalake, Teebs, Chefamaz Nabim Rabaza, Goem de Burnoy, Shizu Zakugan. Nar Vadish. Aww. Trebane Trima! Parstigo Runuf! Zarf. Che! Oh, Zarda! Whippasu Palingo? Canithoi? Golarga Stumse, yef? Müsste ich den Enter irgendwie haben jetzt? Meshka? Wobei! Tobin Base Wibs! Aha! Ha! Shroop Mofta! Hast du eine Lieblingsband? Wooks a Thorf? Mhm. Skelettman? Snoop! Ho ho ho! Whipnowsy Ninyap? Serpido? Jabin! Er redet schon wieder über Müll. Saquinario Tananiwa, huh? Ich hab einen Sonnenstrahl an meinem Hirn. Er beschwert sich über Sonnenschein, wenn er Sonnenschein auf der Birne hat. Der Depp. Was macht er denn? Der spielt schon wieder mit sich selbst. Also, Knochen-Special. Miyudo. Fuba Torka? And Trib. Tribs. Aww. Yibs, Tombra. Oh. Moochie Peachie, Goange. Adunda, Wallachoy, Gorsha Tabar. So? Yibs. Yip, Zagu. Whoa. Weave Day. Was ist so scharf wie die Klaue eines Vampirs? Seine andere Klaue. Brita, wow. Grump Tibo, Vinva Pomeray Moochie Peachie, Lupasiba, Arbanaya Umfra, Fumu Benorf, Yana, Brata Platz. Warum kann ich denn den nicht? Wieso habe ich den nicht in der Friendlist? Was ist denn das für ein Scheiß? Woga, Paguna de Roy, Ubish de Borg, Sawada Abimi, Plenis Yisip. Wie heißt der? Full Fleeb. Ribby. Kepatrul. Huh? Wagaborn Siefner. Sorb. Parpanay. Er steigert aber auch gerade nichts, oder? Und Fabi Frenoy. Ibane Ishkawange. Gushif, we know. Yasinar Tav. Fwiss. Borb. Kabla. Nee, ich glaube, mit dem steigere ich gerade auch nichts. Und Chibi Gwargato. Yumbar. Lisa Yibzorb, Yumba Jabe. Ja, es ist Schluss hier mit Ribi Ribi. Ribi hat sich verpieselt. What the heck?
Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich hier ein Skelett treffe oder allgemein irgend so ein Ding sie getroffen habe. Jo. Also. Diesen Mechanismus geöffnet werden kann. Ah, ich habe den richtigen Mechanismus schon gefunden. Cool. Lass mal ihm das mal noch Ding. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder und schauen wir mal, ob wir nochmal so einen komischen Typen treffen oder ob wir das nächste Mal einfach auf die Fresse kriegen. Bis zum nächsten Mal, sage ich wie immer. Ciao, ciao.